Hi, gestern haben wir uns mit Seiteneffekten in UIs beschäftigt. Wir haben über den Seiteneffekt-Handler gesprochen, wir haben über die Frage gesprochen, wie das mit dem Store integriert wird und wir haben festgelegt, dass alle State-Updates immer über Actions laufen und zwar egal, von wem sie ausgelöst werden. Also egal, ob das durch eine Interaktion der Anwenderin oder des Anwenders passiert oder ob das beispielsweise von dem Handler kommt, der für die Seiteneffekte zuständig ist. Und damit, wenn wir das alles mal zusammennehmen, was wir in dieser Woche bislang besprochen haben, damit haben wir ein gutes Fundament geschaffen für Frontend-Architektur mit Features, mit Komponenten, mit dem Datenfluss, mit den Abhängigkeiten, mit dem State, mit den Seiteneffekten und so weiter. Was jetzt aber noch fehlt, das sind einige Cross-Cutting-Concerns, also auch sogenannte Aspekte, wie zum Beispiel das Thema Theming, wie Internationalisierung, wie serverseitiges Rendering. Und so weiter. Und das sind ja alles tatsächlich sehr wichtige Themen im Frontend. Und die Frage bei diesen Themen ist eben zum einen, sind sie architekturrelevant? Und zum zweiten, wenn sie architekturrelevant sind, wie bringt man sie denn in dieser Architektur unter? Oder was muss man dabei berücksichtigen, damit das Ganze eben zu der bisher vorgestellten Architektur sozusagen passt? Und wenn wir da zum Beispiel mit dem Thema Theming starten oder generell allgemein mit dem Thema Styling, dann ist die gute Nachricht erstmal, das ist nur sehr bedingt architekturrelevant, denn das betrifft ja erstmal nur die Komponenten. Das hat ja zum Beispiel nichts mit dem Store zu tun. Und der einfachste Fall beim Styling ist einfach, das passiert einfach in der jeweiligen Komponente oder wenn man so will, bei der jeweiligen Komponente. Und dazu wird man in der Regel irgendeine Technologie verwenden, sowas wie CSS in JavaScript, zum Beispiel Styled Components. Über Styled Components haben wir uns im Developers Daily Nummer 44 schon mal unterhalten. Das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Und im Grunde genommen ist damit das Thema Styling eigentlich schon erledigt. Denn jede Komponente hat ihren eigenen Style. Die teilen untereinander nicht wirklich was. Insofern Style zur Komponente packen, entsprechende Technologie verwenden, damit das elegant funktioniert und Thema erledigt. Beim Theming, wenn man jetzt über das reine Styling ein bisschen hinausgeht, wenn man also umschaltbare Styles haben will, sozusagen beim Theming ist das ein bisschen komplexer. Allerdings betrifft auch das nur die Komponenten. Das Theming kann man fachlich angehen, das Theming kann man technisch angehen. Auch darüber haben wir uns in der Vergangenheit schon unterhalten und zwar im Architectures Daily Nummer 43. Auch das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, was es mit fachlicher und technischer Struktur von Themes auf sich hatte. Und auch das ist eigentlich ein relativ einfaches Problem. Das hat keine Auswirkungen auf die grundlegende Architektur eines Frontends. Schwieriger wird es dann schon ein bisschen, wenn man jetzt eine Webanwendung hat, die aber in verschiedenen Varianten sozusagen ausgeliefert werden soll, weil sie zum Beispiel multimandantenfähig sein soll. Da will man beispielsweise eine zentrale Konfiguration haben, die aber je nach Mandant leicht unterschiedlich ist und sich eben voneinander unterscheidet. Und diese Konfiguration, die muss natürlich nicht nur in den Komponenten, die muss wirklich überall im Frontend verfügbar sein. Und diese Anforderung liefert aber wiederum zugleich auch die Lösung, weil sie nämlich überall sozusagen global verfügbar sein muss, ist eine sehr gute Idee, die Konfiguration einfach im Store abzulegen. Das heißt, die muss man einmal laden, das passiert als Seiteneffekt, das passiert vielleicht über den Handler und danach wird es ohnehin nur noch lesend auf die Konfiguration zugegriffen. Insofern kann man das sehr gut über den Store erledigen. Beim Thema Internationalisierung wird es noch ein bisschen schwieriger. Prinzipiell ähnelt das der Konfiguration, weil auch Internationalisierung muss geladen werden und dient danach nur noch der Anzeige, wird danach nur noch gelesen. Aber der Punkt ist, die Internationalisierung, also die ganzen übersetzten Texte für die verschiedenen Sprachen, die sollen nicht auf einmal geladen werden. Das wäre nämlich viel zu groß bei umfangreichen Web-Anwendungen, sondern man will das eigentlich peu à peu laden, erst bei Bedarf. Und auch das ist natürlich wiederum ein Seiteneffekt. Das heißt, das kann man wiederum über den Seiteneffekt-Handler erledigen. Und da kann man dann sich auch über Dinge Gedanken machen, wie zum Beispiel, will man ein Caching haben, dass bereits geladene Übersetzungen in der Local Storage abgelegt werden und im Zweifelsfall von dort geholt werden und erst nach einer gewissen Zeit wieder vom Server geladen werden. Oder holt man es immer direkt vom Server und so weiter und so fort. Und so oder so, man muss halt jeweils den Store aktualisieren und macht darüber dann die Internationalisierung, die entsprechenden Texte verfügbar. Das größte Kunststück bei dem Thema ist anzugeben aus der laufenden Anwendung heraus, welche Texte man denn benötigt. Man will ja nicht alle Keys einzeln schicken, man will auch nicht für jeden Key, den man übersetzen muss, einen einzelnen Request schicken. Man hat ja idealerweise nur einen und das kann aber ganz unterschiedlich aussehen, was ich da konkret an Übersetzungen brauche. Und was dann hier hilft, ist entweder
Namespaces, mit denen ich arbeiten kann, dass ich also meine Übersetzungen quasi in verschiedene Bereiche einteile oder eben versuche, das Ganze tatsächlich dynamisch zu ermitteln und mir dann ein Verfahren überlege, wie ich die Keys sozusagen dynamisch abfragen kann. Und auch das hat, haben wir jetzt schon gesehen, das hat eine Menge mit dem Store zu tun, das hat mit Seiteneffekten zu tun, aber auch das ist prinzipiell jetzt kein wirklich architekturrelevantes Thema. Das kriegt man auch in die bestehende Architektur, so wie wir sie diese Woche skizziert haben, das kriegt man dort untergebracht. Am ehesten architekturrelevant ist die Frage, was mache ich mit serverseitigem Rendering im Vergleich zu clientseitigem Rendering. Solange man nur eins von beiden hat, ist es verhältnismäßig einfach. Weil ich habe dann eben den State auf dem Server, bei serverseitigem Rendering oder auf dem Client, bei clientseitigem Rendering. Das heißt, jeder Request bzw. jede Aktion, das betrifft immer den Server oder immer den Client und insofern ist das völlig okay, weil der State liegt ja entsprechend vor. Manchmal hat man aber beides, bzw. das ist in gewissen Web-Anwendungen gar nicht so selten, weil man will auf der einen Seite serverseitiges Rendering haben, damit das Ganze suchmaschinenkompatibel ist. Man will auf der anderen Seite aber clientseitiges Rendering haben, damit, wenn die Applikation einmal geladen ist, man eine gute Reaktivität hat und die Anwendung einfach zügig und flott sich benutzen lässt. Und da kommt man dann auf das Thema Universal Rendering. Da hat man dann häufig Unterstützung durch ein entsprechendes Framework, wie beispielsweise Next.js. Über Next.js haben wir uns im Developers Daily Nummer 35 schon mal unterhalten. Das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Aber man hat jetzt eben hier State auf dem Server und auf dem Client. Und diese beiden States müssen synchronisiert werden. Das sieht in der Regel so aus, dass man den State auf dem Server erzeugt und ihn dann auf dem Client sozusagen übernimmt. Das ist tatsächlich ein ganzes Stück schwieriger zu lösen, aber es ist nicht unlösbar. Der Lösungsansatz ist hier eben, dass der Server beim initialen Rendern, beim serverseitigen Rendering, was ja immer der Startpunkt dann ist, dass da also ein initialer State erzeugt wird und dass dieser initiale State dann in den Client sozusagen injiziert wird und der Client eben dann diesen State des Servers sozusagen übernehmen kann und dann darauf aufbauen kann. Und dann muss man sich eben nur Gedanken machen, ob man das weiterhin in irgendeiner Form synchron haben muss oder synchron halten muss. Das heißt, man sieht, unterm Strich ist all das keine Magie, wenn man eine gute Struktur hat. Und genau darum geht es ja bei Architektur, nämlich um Strukturen schaffen. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zu Montag. Ich hatte ja am Montag gesagt, dass wir im Frontend kaum über Jahre und Jahrzehnte etablierte Strukturen haben. Aber das ist was, wo mein Eindruck ist, dass sich das allmählich ändert, dass sich hier Konzepte etablieren und zwar bewährte Konzepte, also keine neuen Konzepte, die jetzt irgendwie gerade erst aufgetaucht werden, sondern Konzepte, die es eben auf der Serverseite schon seit Jahren gibt, die sich dort bewährt haben. Und ich habe gestern schon gesagt, das ist kein Zufall, dass das jetzt passiert. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. Und da haben zu guter Letzt unter anderem React und Redux eben dazu beigetragen. Die sind ja sehr funktional getrieben und viele dieser Konzepte, die wir jetzt auf einmal im Frontend sehen und die auch Backend-Architektur maßgeblich beeinflusst und geprägt haben, die kommen aus der funktionalen Programmierung. So Dinge wie Unidirectional Data Flows, Immutability, Pure Functions und so weiter und so fort. Und das ist ein Grund, warum ich persönlich React und Redux sehr, sehr schätze, warum ich damit sehr gerne arbeite. Einfach, weil das eine sehr gute, sehr durchdachte Struktur hat, die eben auch sehr gut zur Architektur und zur Struktur im Backend passt und wo man eben auf einmal feststellt, dass sich diese beiden Welten aufeinander zubewegen und man nicht mehr so viel Volatilität quasi in der Architektur im Frontend hat. So, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns am Montag wieder. Macht's gut. Ciao.